Ja, hallo. Wer meinen Instagram-Kanal folgt, der kennt auch diese Kaffeemühle schon. Die habe ich mir letzte Woche auf dem Flohmarkt gekauft. Zusammen auch mit dieser wunderschönen Pfanne. Alles für den Fahrradcamper. Der Fahrradcamper ist momentan ein bisschen im Umbau. Da muss doch einiges an Schäden repariert werden. Außerdem wollen wir auch gerade ein Vorzelt bauen, um vielleicht auch mal gemeinsam damit unterwegs sein zu können. Dann kann nämlich einer im Fahrradcamper schlafen und einer im Vorzelt. Das ist erstmal eine günstigere Möglichkeit, zusammenzureisen, bevor ich noch diesen Zwei-Personen-Camper bauen will. Ja, und was wir denn heute gemacht haben, das seht ihr jetzt. So you got to let it shine, 'cause it makes the people happy and it makes you feel better now. Shine, give a light to someone near you. Be yourself, don't matter, just shine. There's no time for being lonely, 'cause you're the only one to be right by my side. So you got to let it shine. Ja, hallo Fahrradcamper-Freunde und alle, die es noch werden wollen. Viele Grüße aus Teneriffa. Wir wünschen euch auch eine schöne Urlaubszeit, sofern ihr auch im Urlaub seid. Nein, Spaß beiseite. Also warum ich hier halbnackt liege und nicht auf Teneriffa bin und was das Ganze mit Selbstüberschätzung zu tun hat, das seht ihr gleich. Bleibt dran. Ja, Urlaubszeit, schönste Zeit, die Sonne lacht, wunderbares Wetter. Meine Frau und ich, wir haben diese Woche Urlaub, weil unsere Kinder haben Ferien. Und letztendlich haben wir überlegt, was kann man da Zünftiges machen? Natürlich mit dem Fahrrad unterwegs sein, logisch. So, und wir haben eine kleine Tour gemacht. Ich freue mich auch, dass meine Frau da mitgekommen ist. Sie fährt ja nicht ganz so gerne Fahrrad. Aber letztendlich haben wir gesagt, wir fahren raus in die Natur, machen uns was Leckeres zu essen, machen Picknick. Ja, und was da alles so passiert und schief ging, das seht ihr jetzt. Um den Biber noch besser filmen zu können, habe ich überlegt, ob ich über den Graben irgendwie drüber komme. Scheiße!
Willst du auf den Baum treten oder was? Du bist doch relativ stabil. Ja, hallo Fahrradcamper-Freunde und alle, die es noch werden wollen, So, das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Wir packen jetzt unsere Sachen zusammen und fahren wieder nach Hause. Wir wünschen euch eine wunderschöne Osterzeit, findet viele bunte Eier. Tschüss und ciao, sagt Marco. Und Claudi, tschüssi. Bis nächste Woche.